Kapitel 17, Drachenritt. Starr vor Schreck sieht Golina vom Deck des Seelenschiffes aus, wie ein Enderman neben Primo erscheint, kurz bevor er den Hebel der Kreisbahn umlegen kann. Sie verschwinden beide, nur um im nächsten Moment auf der Spitze der Pyramide wieder aufzutauchen. Primo und Atrax sehen sich eine Weile in die Augen, dann geht eine Art Rauschen durch die Menge der Endermen. Golina braucht einen Moment, um den Grund dafür zu erkennen. Ein Dorfbewohner ist in ihrer Mitte erschienen. Ist das etwa der alte Lausius? Warum ist er nicht in Sicherheit des Dorfes geblieben? Doch es wird noch schlimmer. Lausius hat noch nicht einmal den Fuß der Pyramide erreicht, auf der Primo und die Kinder gefangen gehalten werden. Da erscheint bereits Primos Vater. Und dann tauchen auch die anderen Dorfbewohner einer nach dem anderen auf. Einen Augenblick lang schöpft Golina Hoffnung. Vielleicht können alle Dorfbewohner zusammen den bösen Enderman besiegen. Doch ihr wird rasch klar, dass ein Kampf aussichtslos wäre. Auf jeden Dorfbewohner kommen Hunderte von Endermen. Oh nein, schluchzt Magi neben ihr. Das ist das Ende. Das Ende unseres ganzen Dorfes. Kolle versucht vergeblich, sie zu trösten. Zu allem Überfluss ertönt nun ein langgezogenes, schauriges Brüllen der Enderdrache. Er fliegt eine Kurve und jagt dann direkt auf die neu angekommenen Dorfbewohner zu, die sich ängstlich aneinander drängen. Der Drache gleitet direkt auf das Seelenschiff zu, um darunter hindurchzutauchen und sich dann auf die Dorfbewohner zu stürzen. Golina denkt nicht nach. Als der Drache die Position des Schiffs fast erreicht hat, schwingt sie sich über die Bordwand und springt in die Tiefe. Gegen alle Wahrscheinlichkeit gelingt ihre Verzweiflungstat. Sie landet genau auf dem Rücken des Monsters. So gut es geht, klammert sie sich an den Ansätzen der Flügel auf dem schuppigen Rücken fest. Der Drache brüllt auf und steigt steil empor in dem Versuch, sie abzuschütteln, doch Golina lässt nicht los. Sie weiß, dass nicht nur ihr eigenes Leben davon abhängt, dass sie nicht den Halt verliert. Das gewaltige Wesen wehrt sich mit all seiner schrecklichen Macht. Es schlägt mit den Flügeln, windet sich, geht in den Sturzflug, nur um dicht über der Menge der Endermen abrupt abzubremsen und rasend schnell über sie hinwegzugleiten. Es dreht sich sogar im Flug auf den Rücken. Golina spürt, wie ihre Kräfte erlahmen. Lange wird sie sich nicht mehr halten können. Da steigt der Drache steil empor und fliegt hoch hinauf, sodass die Insel nur noch ein kleiner Fleck in der endlosen Schwärze tief unter ihr ist. Ruhig gleitet er in einem langgestreckten Kreis dahin. Der schlanke Hals dreht sich zu Golina, sodass der große Kopf mit den violett glühenden Augen dicht vor ihr ist. Mit Entsetzen wird ihr klar, dass der Drache sie einfach schnappen und auffressen könnte. Doch das tut er nicht. Stattdessen sieht er sie nur an und plötzlich hört Golina Worte in ihrem Kopf. Du wagst es, mich anzugreifen, Sterbliche. Ich will dir nichts tun, erwidert Golina. Ich wollte bloß verhindern, dass du meine Eltern und Freunde tötest. Und du glaubst, du kannst das verhindern, indem du auf meinen Rücken springst? Der Drache stößt ein Brüllen aus, das in Golinas Ohren wie ein höhnisches Lachen klingt. Wenn du die anderen Sterblichen retten willst, musst du mich töten. Es ist die einzige Möglichkeit, aus dem Ende zu entkommen, aber sei gewarnt. Mich zu besiegen ist keine leichte Aufgabe. Wieder erklingt das höhnische Brüllen. Aber ich will dich nicht töten, widerspricht Golina. Stattdessen bitte ich dich um Hilfe. Hilfe? Ich höre wohl nicht recht. Warum sollte ich einer Sterblichen helfen? Golina schluckt. Im Nachhinein erscheint ihr das, was sie getan hat, völlig verrückt. Aber was hätte sie sonst tun sollen? Seit Jahrhunderten kommen Sterbliche hierher und töten mich, erzählt der Drache. Es ist die größte Errungenschaft,
die ein Sterblicher erreichen kann. Zum Lohn erlangt er Ruhm und Weisheit und der Weg zurück in eure Welt wird frei. Nach einiger Zeit werde ich dann neu geboren. Doch auf jeden, dem es gelingt, mich zu überwinden, kommen 100 Dummköpfe, die es versuchen. Und diese sind meine Nahrung. Der Drache brüllt triumphierend. So werde ich auch dich und deine Freunde fressen, wenn es dir nicht gelingt, mich zu besiegen. So war es immer und so wird es immer sein. Wenn du stirbst, wirst du wiedergeboren? Fragt Gulina. Ja, doch nun genug geredet. Bereite dich auf deinen Tod vor, mutige Drachenreiterin. Du schlüpfst aus einem Ei, nicht wahr? Sagt Gulina schnell. Es ist groß und schwarz, mit violetten Punkten, richtig? Ja, das stimmt. Willst du etwa behaupten, du hättest schon einmal ein Drachenei gesehen? Ich habe einmal eins besessen. Mein Mann Primo hat es mir aus dem Nether mitgebracht. Doch dann kam der Enderman Arthrax und wollte es stehlen. Er wollte den Drachen darauf in der Oberwelt schlüpfen lassen, sodass er die ganze Welt zerstört hätte. Doch Primo hat das Ei zurück hierher ans Ende gebracht. Der Drache schweigt einen Moment lang, sieht sie nur mit seinen durchdringenden, violett leuchtenden Augen an. Dann sagt er, »Du warst das? Du bist diejenige, die mich bewacht hat, als ich noch in meinem Ei lag?« »Ja«, sagt Gulina, »ich wusste nicht, dass es in dem Ei ein lebendiges Wesen gibt. Aber ich habe von dir geträumt.« Der Drache brüllt. »Aber es ist kein wütendes, schreckliches Brüllen, sondern ein langgezogener, harmonischer Laut, wie Gesang.« »Mama«, sagt die Stimme in Gulinas Kopf.